Sei ein Mann. Ich will nicht und ich mag nicht. Du kriegst auch ein Stückchen Schokolade. Mary, du verpimpelst ihn ja. Junger Mann, in deinem Alter habe ich jede Medizin genommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich sagte jedes Mal vielen Dank, liebe Eltern, dass ihr mir Tropfen gibt, die mich gesund machen. Ha, die Medizin, die du manchmal nehmen musst, schmeckt noch viel ekliger, was, Vati? Unglaublich viel ekliger. Trotzdem würde ich sie auf der Stelle nehmen, nur um es dir vorzumachen. Aber seit Tagen ist die Flasche verloren. Ich weiß, wo sie steht. Ich hole sie. Wendy! Ein widerliches Zeug, John, meine Medizin. So süße, klebrige Tropfen. Macht nichts, Vati. Es geht alles vorüber. Naja, das... So, naja. Hier ist sie, Vati. Ich habe mich mächtig beeilt. Ja, du hast dich prachtvoll beeilt. So, Michael, nun pass mal auf, wie Vati seine Medizin schluckt. Bitte, Michael, zuerst. Nein, Vati zuerst. Was denn, vorm Essen? Nun mach schon, Vati. Halt den Mund! Ich denke, du hast dir stets ohne Wimperzucken genommen und sogar noch gesagt, vielen Dank, liebe Eltern. Da kommst du gar nicht drauf an. Aber in meinem Glas ist mehr als auf Michaels Löffel. Das finde ich höchst ungerecht. Vati, ich warte. Ich warte. Das kann jeder sagen. Ich warte auch. Vati ist ein Angsthase. Selber Angsthase. Ich? Ich hab keine Angst. Ja, denkst du ich? Na, dann nimm's ein. Nimm du's doch ein. Nimm's doch gleichzeitig ein. Meinetwegen. Bist du soweit, Michael? Ja. Achtung! Eins, zwei, drei. Vati hat geschummelt. Ah! Oh, Vati. Das heißt hier, oh, Vati. Ich wollte sie annehmen, die Medizin, aber das Glas ist gerutscht. Na, ist alles erledigt? Vati hat seine Medizin nicht genommen. Jawohl, meine Liebe, prompt erledigt, zur Zufriedenheit aller. War doch nur Spaß. Das hat man nun davon, dass man ein bisschen Stimmung ins Haus bringen will. George, sei nicht so laut, die Nachbarin könnte dich hören. Soll sie mich doch hören? Die ganze Welt soll mich hören. Was macht der Hund hier?